Herzlich willkommen zu meinem kleinen Tutorial. Wir programmieren das Game of Life mit Python. So, das haben wir in den letzten Folgen schon gemacht. So, und da hatte ich am Anfang immer darauf hingewiesen, wer jetzt zufälligerweise über das Video stolpert und sagt, oh, das hört sich interessant an, der sollte bitte am Anfang anfangen, weil wir das Programm eben im Laufe dieses Kurses insgesamt geschrieben haben. Diesmal ist es ein bisschen anders. Ich zeige euch etwas außerhalb von dem Game of Life, was einfach ein bisschen zur Bequemlichkeit dann auch und zur besseren Darstellung gehört. Aber das kann man sich dann auch mal ansehen, ohne das mitprogrammiert zu haben. Es geht also diesmal um das Messen von Zeiten und darum auch um Zeitfresser zu erkennen. Und da gehen wir gleich mal in unser Programm hinein. So, das Erste, was ihr macht, ist, dass wir ganz nach oben gehen. Wir müssen uns ein neues Modul importieren, und zwar Import Time. Das ist ein Standardmodul von Python, das wird immer mitgeliefert. So. Und wir gehen jetzt hier unten in unser Hauptprogramm rein. So, oh, seht man da habe ich noch Sachen stehen lassen vom Ausprobieren. Das machen wir dann gleich. Ja gut, okay, das lassen wir jetzt mal hier so stehen. So, also. Und hier definiere ich die Variable t1 ist gleich time.time, Klammer auf, Klammer zu. Und das Ganze lasse ich mir jetzt ausdrucken. Anfangszeit, Doppelpunkt, Leertaste, damit es ein bisschen schöner aussieht. So, das. Und hier unten mache ich dasselbe auch nochmal. Und zwar eine Variable t2 ist gleich time.time. So, und jetzt lasse ich mir hier das, das habe ich jetzt gerade nicht gemacht, normalerweise war ich. Zeige ich ja immer, wie ich das dann eintippe. So, Endzeit-Doppelpunkt, dann T2 und die Differenz, damit ich sehe, was passiert dort überhaupt. Und so, und das Ganze lassen wir jetzt mal laufen. So, und ja. Naja, ihr wisst ja, dass ich das vorher immer alles schon einprogrammiere. Vorher schon ausprobiert habe. So, wollte das jetzt nicht nochmal extra vorbereiten. So, jetzt gebe ich mal ein 50 und die Feldgröße ist 20 mal 20. So, und jetzt lasse ich das mal laufen. Jetzt seht ihr, dass der mir hier einen Wert ausgibt, mit dem man nicht so viel anfangen kann. So, aber ganz zum Schluss gibt er mir die Differenz aus und das sind 2 Sekunden und dann 122 Millisekunden und 121 Nanosekunden und so weiter und so fort. Also geht dann immer weiter runter. Und wenn ich das Ganze jetzt nochmal vergleiche, wie läuft das denn bei 30? Also sind, wie viel mehr als 2 Sekunden sind das? Und dann, ja, ist er hier schön am Laufen. Und schwupps, 4 Sekunden. Und machen wir das Ganze nochmal mit 40. Und sieben Sekunden braucht er. Dass das nicht linear zunimmt, liegt auch daran, dass wir eben das Quadrat hier haben. Das heißt, bei 20 Feld oder bei 20 Feldern Seitenbreite sind es 400 mal, die der die Berechnungen machen muss. Bei 30 sind es 900 mal und bei 40 sind es dann nee, falsch. 30, 20 mal 20, doch, gibt 400, 900, 1600 Mal, dass er das berechnen muss. So, und dadurch kommt das zustande. Jetzt habt ihr gesehen, habe ich hier oben mir auch einen Zähler eingebaut, hoffe ich. So,
Das heißt, ich habe mir das hochzählen lassen, das zeige ich euch gleich auch noch. Also erstmal ganz schön schnell hier, was der mir hier macht. So, jetzt zeige ich euch noch, wie man sich das Ganze langsamer machen kann, dass man das schön verfolgen kann. Und dazu gehe ich jetzt hier in meine Hauptschleife hinein. Also wir sind in dem Funktion Pilz-Spiel und dort, wo die ganzen Felder aufgerufen werden, bis eben sozusagen die ganze Schrittfolge durchlaufen ist. So. Und hier setze ich mir jetzt ziemlich zum Ende, setze ich mir folgenden Befehl hinein. Time.sleep. Und jetzt setze ich mir das Ganze auf eine Zehntelsekunde, also Punkt 1. So, jetzt wird das bei großen Feldern, wo das sowieso langsam wird, ist das natürlich ein bisschen doof. Punkt 1 ist auch für die ganz kleinen Felder fast schon zu wenig. Das heißt, es müsste sich jetzt feldabhängig machen, von der Größe abhängig. Und was ich so ein bisschen rausgetüftelt habe, da habe ich aber allerdings ausprobieren müssen, ist, dass wenn ich 3 durch x max und das Ganze zum Quadrat nehme, dass das ein ganz guter Wert ist. Das müsst ihr so ein bisschen ausprobieren. Zum Quadrat deshalb, weil ja auch das Feld quadratisch ist, quadratisch wächst und dadurch einfach mehr Operationen da drin sind. Das ist ganz gut. Sleep hält also das Programm an und für eine bestimmte Sekundenanzahl, die Sekunden stehen vor dem Punkt und die Milli- und Nanosekunden stehen nach dem Punkt. So, das ist ganz sinnvoll für Spiele wie zum Beispiel Tetris, die sind relativ rechenarm und dadurch entsprechend schnell und dann kommt der Benutzer nicht mit. So, aber das soll natürlich nicht nur auf den Tastendruck vom Benutzer warten, sondern eben weiterlaufen, auch wenn der Benutzer nichts tut. Also, da ist Sleep ganz sinnvoll, um das Programm abzubremsen. Gut, wir schauen uns mal an, was uns das Programm tut. Und wir gehen mal in die kleinste Stufe hinein. Ist immer noch zu schnell, ne? Also das ist, können wir ruhig noch höher setzen, aber wir gucken mal, was es bei 50 macht, ob da die Geschwindigkeit in Ordnung ist. Naja, und ist noch in Ordnung, aber wir können uns vorstellen, kann ich euch auch noch zeigen, dass bei 100 könnte es vielleicht lästig sein, obwohl dann müsste auch die Zeit ersparen oder das Zeitausbremsen so klein sein, dass ja, und da seht ihr auch, der schleicht dort vor sich hin. So, das will ich gar nicht machen. In dem ursprünglichen Programm, also das, was ich zuerst programmiert habe, habe ich mir hier hinten auch so einen Endknopf reingesetzt. Das heißt, wenn ich da drauf gedrückt habe, dann hat der mir ganz einfach den Zähler i auf Schritt gesetzt. Hier auf Schritt. Und dann hat er sozusagen nur noch einmal die Schleife durchlaufen und hat dann abgebrochen. So. Also einen kleinen Knopf reinsetzen, wenn ihr solche Sachen programmiert und euch noch nicht so ganz sicher seid, so, wo man das Programm unterbrechen kann an einer bestimmten Stelle. Das ist auch noch ein Trick, um Fehler zu suchen. So, das ist jetzt die erste Sache. Die zweite Sache, die ich euch zeigen wollte, ich habe mir den Zähler reingesetzt hier, und zwar habe ich mir hier den Zähler, das ist also mein Eingabefeld eigentlich, das habe ich mit Delete von der ersten Position, also 0 bis zum Ende, habe ich mir das leer geräumt, und dann habe ich mit Zähler.insert Klammer auf und dann am Ende eingefügt, das wäre jetzt auch gleichzeitig die nullte Position und die erste Position, habe ich mir den String von i einfügen lassen, also den Zähler einfügen lassen, und dadurch, durch diese beiden Zeilen, kriege ich dann dazu, dass der mir während der Schrittfolgen mitzählt und sagt so, jetzt bist du gerade bei der Schrittfolge 47, 100 sollen erscheinen und bei 47 bist du. So,
Wir wollen es uns vielleicht noch ein bisschen größer machen, sagen wir mal hier 10. Vielleicht passt das von der Schnelligkeit oder so. So, jetzt machen wir dann wieder unseren kleinsten Wert. Ja, ist immer noch recht flott, ne? Also man kann das relativ unschön verfolgen. So. Bei den größten dürfte es natürlich jetzt dann ganz wahnsinnig lästig sein. Ne? 20 ist auch noch recht, recht schnell. Dann gucken wir mal nach unseren Anfangswerten, die Differenz. Also das ist so ein bisschen verwunderlich. Hier seht ihr zum Beispiel, ne, hat er 1,2, also eine, etwas mehr als eine Sekunde gebraucht. Und bei dem doch wesentlich größeren Feld hat er nur 0,7 Sekunden gebraucht. Also das macht schon, gucken wir mal, wie es bei den 30ern ist. So, das interessiert mich jetzt, ja. Ist er immer noch, obwohl er ja eine ganze Menge mehr zu berechnen hat, ne, bei 10 mal 10 Feldern sind es ja nur 100 Mal, dass er das durchlaufen muss. Also eigentlich 1000 Mal, weil er ja 10 Mal das neu berechnet. So. Und bei 30 mal 30, da sind das ja schon 900 Felder, die der bei einem Schritt durchläuft. Das heißt 9000 Felder. Und dann ist er trotzdem immer noch schneller. Und da haben wir unsere Sleep-Funktion nicht gut berechnet. Ne? Aber nehmen wir mal an, bei 60 dürfte es deutlich langsamer werden. Dann, ja, das wird wahrscheinlich, ja, da ist er bei 3,5. Gut, so, da habt ihr so ein bisschen mitbekommen, was man mit, worauf man achten muss, wenn man mit solchen Sachen rechnet. Und ja, gut. Das werden wir jetzt aber nicht haarklein uns noch auseinanderklabüstern. Man könnte hier vorne noch eine if-Abfrage machen. Also hier könnte man eine Variable reinsetzen und könnte die, bevor man die Schleife beginnt, könnte man sich dann diese Variable berechnen lassen und könnte sagen, gut, okay, wenn das Feld klein ist, dann machen wir einen relativ hohen Wert rein. Und wenn das Feld groß ist, dann setzen wir die Variable auf 0, dass der überhaupt nicht das Programm abbremst. Ja, so. Gut, das war's für dieses Mal. Also jetzt habt ihr ein bisschen mehr Ahnung davon, wie man sich Zeitfresser heraussuchen kann. Denkt bitte daran, dieses T1 ist gleich time.time, Klammer auf, Klammer zu. Das kann man sich auch um jeden beliebigen Unterprogrammteil setzen, um zu gucken, ist der besonders langsam oder ist der schnell, berechnet er das schnell und kann dadurch dann so nach und nach herausfinden, wo sitzt denn das entsprechende Programm oder entsprechende Programmteil, der mir meine ganze Sache so verlangsamt. So, wenn euch das Video gefallen hat, dann drückt mir bitte einen Daumen hoch und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und dann fangen wir an, das Game of Life objektorientiert zu programmieren, das heißt mit einer Klasse dazu. Und auch das werden wir dann auf Herz und Nieren prüfen und gucken, wie schnell das ist und werden feststellen, objektorientiertes Programmieren ist langsamer, aber in manchen Sachen vom Vorteil, nur nicht hier.